So, okay. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Benjamin Heckmann. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich bin sehr gespannt, warum Sie gekommen sind. Aber das werde ich Sie im Anschluss fragen. Ja. Was meine Beweggründe angeht, ich werde versuchen, Ihnen klarzumachen, dass Sie, falls Sie noch nicht wissen, wo Sie herkommen, nicht an einem Serverschrank gewachsen sind, sondern wahrscheinlich irgendeiner Form von Informatikstudium oder Ausbildung oder Self-Learning oder wie auch immer entsprungen sind und jetzt vielleicht in einem Unternehmen tätig sind, oder das Vorhaben zu sein und dort plötzlich die Frage aufkommt, wieso muss ich das alles hier alleine machen? Wo sind meine ganzen Kollegen? Warum finden wir keinen Nachwuchs für das Unternehmen? Irgendwann in seiner Karriere steht man mal vor diesem Punkt, wo man merkt, das wäre vielleicht schön, wenn man noch jemanden hätte, ja, eine Verstärkung mehr im Team. Und da gibt es diverse Arten, wie man an Nachwuchs kommen kann. Ich will ja jetzt auch nicht genau auf die Wege eingehen, wie Sie vielleicht Personalakquise machen sollten. Das wäre vollkommen falsch. Sondern ich will Ihnen zeigen, was wir am Fachbereich Informatik hier neben dem normalen Informatikstudium bieten können, wo Sie sich überlegen können, ist das nicht vielleicht eine Lösung, die wir spannend gefunden hätten? Oder wenn Sie aus dem Vortrag rausgehen und sagen, verdammt, hätte ich das noch doch nur selber in der Art und Weise studiert, dann wäre das auch schon zumindest ein Achtungserfolg für mich. Sie wachsen nicht an Serverschränken, sondern im Moment sind sie sogar ein bisschen rar. Also sie gehören zu einer sehr ausgewählten Sorte von Bürger in diesem Land, dass sie sich für Informatik interessieren. Ja, das eint uns hier alle. Und wo Sie hier gelandet sind, das möchte ich Ihnen kurz sagen. Also das kann man jetzt natürlich gut oder schlecht finden. Also uns gibt es schon eine ganze Weile. Also die Hochschule Darmstadt hat eine gewisse Historie. Das kann entweder bedeuten, dass wir jetzt alt sind und keiner mehr auf uns hören muss. Das kann natürlich aber auch bedeuten, dass wir uns relativ lange mit dem, was wir tun, beschäftigt haben und das vielleicht auch ganz gut machen. Ich wäre jetzt für letztere Interpretation, aber das bleibt natürlich Ihnen überlassen. Auf jeden Fall machen wir schon relativ lange für hessische Verhältnisse duales Informatikstudium. Wir waren da ein Pilotprojekt, haben da 1999 mit angefangen und haben jetzt 2014 im letzten Jahr so einen Renovierungsprozess abgeschlossen. Also so Informatikstudiengänge oder Studiengänge überhaupt, die durchlaufen so Zyklen und das kennt man als Akkreditierung und wenn man sich neu oder dann reakkreditiert wird, dann muss man sich immer überlegen, wollen wir was anders machen, wollen wir was besser machen. Und da haben wir relativ viel Arbeit reingesteckt. Also wir haben mit unseren Partnerunternehmen gesprochen, haben gesagt, was fandet ihr denn gut, was wir gemacht haben, was fandet ihr denn doof? Wir haben uns überlegt, gibt es denn Fachrichtungen innerhalb der Informatik, die eine besondere Aufmerksamkeit erfordern, weil wir da zukünftig vielleicht mehr Wissen brauchen in der Gesellschaft und sind dann eigentlich zu so einer Struktur gekommen, dass wir gesagt haben, naja, einmal wollen wir den Leuten ermöglichen, Informatik einfach in seiner ganzen Breite zu studieren, so wie man das klassisch kennt, ja. Und auf der anderen Seite sagen wir, naja, IT-Sicherheit ist aus zwei Aspekten vielleicht ein Thema, mit dem wir uns hier in Darmstadt stärker am Fachbereich beschäftigen sollten. Das eine Thema ist relativ klar, das liegt auf der Hand. Darmstadt ist eins der Zentren für IT-Sicherheit in Deutschland. Hier wird schon viel geforscht, hier gibt es viele Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und da liegt das nah. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, muss ich das hier in dem Kreise nicht nochmal erwähnen, dass die letzten Jahre ja deutlich gezeigt haben, dass es das ein Thema ist, mit dem wir als Informatiker, aber auch die Gesellschaft insgesamt sich vielleicht ein bisschen beschäftigen sollte. Dann auch nicht neu, aber
auch irgendwie chronisch unterrepräsentiert, die Leute, die sich sehr gerne mit Embedded Systems beschäftigen. Deswegen haben wir das zu unserem dritten Schwerpunkt erhoben, mit dem wir uns hier im dualen Studium beschäftigen. Wir versuchen uns relativ viel Mühe zu geben bei dem Thema, wie verknüpfen wir eigentlich unser theoretisches Wissen, das wir an der Hochschule haben und was wir in der Forschung auch versuchen, immer weiter auszubauen, mit der praktischen Anwendung von diesem Wissen. Ja, da sind wir traditionell als Fachhochschule sehr stark drin. Das heißt, wir haben schon immer versucht, sehr stark das theoretische Wissen in die Praxis reinzutragen und auch einen nennenswerten Beitrag in der Praxis zu liefern, die Leute hier nicht aus dem Studium zu entlassen, ohne dass sie schnell in der Praxis ankommen können. Deswegen haben wir auch einen besonderen Anspruch an unsere Dozenten. Wir wollen, dass sie sich in beiden Welten gut bewegen können. Ja, wir sind auch jetzt nicht gerade der kleinste Fachbereich, der sich mit Informatik beschäftigt in Deutschland. Bei uns findet man schon eine relativ breite fachliche Vielfalt. Da kann, glaube ich, jeder mit den Themen, für die er sich interessiert, glücklich werden. Sowohl als Partnerunternehmen als auch als Student im Besonderen. Wir haben eine gewisse Historie in den Rankings. Die ist nicht schlecht. Ja, deswegen können wir uns leisten zu sagen, die interessieren uns eigentlich nicht. Das wäre anders, wenn sie schlecht wären, dann würden wir uns sicherlich Sorgen drüber machen. Aber so können sie die Rankings für sich ernst nehmen oder sie können sie auch beiseite legen. Wir haben auf der anderen Seite das Thema IT-Sicherheit in Darmstadt, das ich schon angesprochen habe. Aber warum habe ich jetzt diese Zahlen mitgebracht? Ich habe die mitgebracht, weil die mich sehr bewegt haben letztes Semester. Ich habe mich die 2-3 Jahre vorher intensiv eigentlich mit einem neuen Schwerpunkt IT-Sicherheit beschäftigt, habe geguckt, wie können wir den ins duale Studium vernünftig integrieren, wie ist das ein spannender Studiengang für die Studenten, wie ist das ein spannender Studiengang für unsere Partnerunternehmen und habe dann festgestellt, und ich weiß nicht, ob Sie das teilen können, und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass Sie es teilen können, dass meine Erfahrung ist, ich war sehr tief drin. Ich lebe Informatik jeden Tag. Ja. Ich habe Leute um mich herum, die Informatik lieben, die die Themen diskutieren. Man ist ja an der Hochschule, man beschäftigt sich privat mit den Themen. Man ist bei seiner Arbeit mit dem Thema Informatik beschäftigt und man denkt, Informatik ist eigentlich total wichtig und das muss allen anderen auch total wichtig sein. Ja, das liegt ja auf der Hand, weil man selbst findet aus seiner Perspektive, das ist eine tolle Sache. Und ich habe dann festgestellt, als ich mich gewundert habe, also meine Realität fing hier unten an, ja, zu sagen, Moment mal, ich hab geschafft, 20 Partnerunternehmen zu finden, die 20 duale IT-Sicherheitsstudiengänge, Studienplätze zur Verfügung stellen. Ich habe nur 10 Studienanfänger aus ganz Deutschland. Wie kann das denn sein? Also wir sind ein riesen Fachbereich. Ja. Und dann habe ich mich mal in den Zahlen nach oben gearbeitet und habe mal geguckt und habe festgestellt, Mensch, also die Leute, die sich für ein Studium hier bei uns bewerben an der Hochschule, und wir sind keine Kleine, ja, 25.000 insgesamt letztes Wintersemester. Davon wollten aber fast 5.000 soziale Arbeit studieren. Ja. Dann, wenn Sie gucken, die Hälfte davon nochmal Betriebswirtschaftslehre. Wir haben Architektur sehr stark repräsentiert, Design und Medien. Klar, wenn es mit Wirtschaft irgendwie drin ist, dann ist das super beliebt. Das sind die Wirtschaftsingenieure. Und wir kriegen eigentlich nur 3% ab von den Leuten. Ja, 3% von den Leuten. Und wenn ich an Schulen gehe, muss ich leider sagen, das kommt hin. Ja. Und da ist es vollkommen egal, ob ich hier in Darmstadt an ein Gymnasium gehe mit einem Technikschwerpunkt und mit einem Leistungskurs Informatik, was selten genug ist, dass es sowas gibt. Ja. Dann sitzen da 6 Leute drin. Ja. Wenn ich an ein humanistisches Gymnasium nach Wiesbaden fahre, dann kriege ich da auch 6 Leute zusammengekratzt, die sich für Informatik interessieren. Also das hat mich so ein bisschen schockiert, weil in meiner Welt dachte ich mir, Mann,
Informatik liegt doch total klar auf der Hand, damit muss man sich beschäftigen. Das ist spannend, das ist das, womit man unsere Gegenwart verstehen kann, womit man unsere Zukunft beeinflussen kann. Aber also die Realität sieht anders aus. Ja? Also wir haben einen gewissen Mangel an Menschen, die sich gerne mit diesem Thema beschäftigen möchten, ja? Die das spannend finden. Ja? Und das ist eigentlich der Grund, warum ich heute hier stehe. Also jetzt gar nicht primär, um zu sagen, nutzen Sie unser duales Studienangebot oder wir machen das ganz toll oder so, sondern der Hintergrund ist eigentlich zu sagen, wenn Sie jemanden finden da draußen, der den Eindruck macht, dass er sich für Informatik interessieren könnte, schenken Sie dem eine gewisse Aufmerksamkeit. Ja, entwickeln Sie ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ja, versuchen Sie den Leuten nahezubringen, was sie begeistert, warum es sie begeistert. Und die, die sich darauf einlassen, versuchen sie, die vernünftig in die Informatik reinzuführen. Ja. Denn die sind selten. Ja. Machen sie denen keine Angst. Ja. Ja, seien sie nett. Und dann wird das auch was. Ein Mittel, um die Leute, um das ihnen ein bisschen zu erleichtern, die Leute zu mentorieren und in die Informatik reinzuführen. Und ein Mittel, um die Leute einfacher abzuholen, könnte dieses duale Studienangebot sein. Und das ist der Grund, warum ich es Ihnen mal vorstellen will. Wir haben einmal den relativ einfachen Einstieg mit dem dualen Bachelorstudium. Das ist eigentlich unser Hauptanliegen. Da betreuen wir die meisten Studierenden drin. Da gibt es drei schon benannten Varianten, einmal Informatik pur, einmal IT-Sicherheit, einmal Embedded Systems. Die heißen aus der Historie heraus COSI, KITS und CAS. Sind jeweils 7 Semester lang, beruhen auch auf der gleichen Studien- und Prüfungsordnung, variieren nur ein bisschen in den Inhalten. Man hat am Ende relativ viel Zeit mit Arbeit im Unternehmen verbracht. Ja, das heißt, man hat sehr viel Erfahrung gesammelt und das merkt man den Studierenden stark an. Ja, also wenn die so im letzten Semester sind, dann kann man mit denen schon sehr vernünftige Dinge machen. So. Dann heißt es immer, naja, duales Studium, oh, ist ja voll fies, dann habe ich keine Semesterferien. Ja, ja, das nutzt natürlich auch nichts, wenn sie klassischerweise die Semesterferien durchjobben müssen, ja. Sondern da haben sie auch wirklich tatsächlich echten Urlaub. Ja. Kann man auch so rum argumentieren. Wie genau die zeitliche Aufteilung ist, das zeige ich Ihnen gleich. Kurzer Exkurs, wir haben auch einen dualen Master. Der ist sehr viel flexibler als das, was ich Ihnen gleich für den Bachelor zeigen werde. Der Bachelor ist sehr stringent organisiert. Weil im Master gehen wir davon aus, die Leute haben ein Bachelorstudium absolviert, die haben verstanden, wie Studieren funktioniert, die sind auch schon ein bisschen älter, die sind erwachsen genug, ihre Entscheidungen zu treffen. Die können relativ stark steuern, wie lange das Studium dauern soll, also mindestens 4 Semester, aber das können auch locker 6 sein. Und die können auch den Praxisanteil da drin steuern. Das hängt dann ein bisschen davon ab, wie man sich mit dem Unternehmen arrangiert. Wenn wir darauf zurückgucken, was wir bisher erreicht haben, bisher gab es nur die COSI-Variante, also man konnte Informatik nur pur studieren, in dem dualen Studium, da lief es gar nicht so schlecht für uns. Ja? Also da haben wir 70% der Absolventen in der Regelstudienzeit, wenn Sie da mal in einen normalen Studiengang gucken, ist das schon ein bisschen anders. Wir haben auch relativ gute Studienleistungen und wir haben total glückliche Absolventen. Also wenn Sie mit den Leuten sprechen, die finden die Zeit des dualen Studiums total bereichernd. Und das versuche ich Ihnen mal zu erklären, warum das so ist. Das liegt letztendlich daran, wir haben 3 Parteien, die an diesem dualen Studium beteiligt sind. Das sind die Studierenden, das sind die Unternehmen, das ist die Hochschule. Ja, wir haben es geschafft, mit unserem Modell eine Situation zu schaffen,
dass alle drei Beteiligten das total super finden, wenn man am dualen Studium mitmachen darf. Ja, vor allem die Studierenden. Ja, wenn sie sagen, sie wollen so ein Studium eh in der Regelstudienzeit machen oder peilen das zumindest an und sie sagen, naja, ich will schon ein bisschen arbeiten gehen. Also irgendwie Geld verdienen ist schon wichtig für mich, warum auch immer. Vielleicht würden es meine Eltern bezahlen, dass ich auch so studieren gehe. Aber ich will das für mich. Ja? Also ich möchte zu meinem Lebensunterhalt was Nennenswertes beitragen. Ja, also wenn sie diese zwei Kriterien erfüllen, dann ist so ein duales Studium eigentlich schon genau die Lösung, die sie suchen. Denn das nimmt ihnen wahnsinnig viel ab als Studierender. Nämlich, sag mal, den Hauptstress, den man hat, der ist ja meistens nicht fachlich motiviert. Ja? Der ist ja dadurch motiviert, dass ich morgens aus dem Bett komme, ja, dass ich rechtzeitig anfange, mich auf die Klausuren vorzubereiten, ja, dass ich dann doch eher mal schon um 2 von der Party verschwinde, ja, statt um 6 morgens. Das sind solche Entscheidungen und die fallen in einem Normalstudium, wo ich eigentlich nur mir verantwortlich bin, gegenüber schwerer. In so einem dualen Studium, da sind sie in einem anderen Kontext. Da sind sie, starten sie mit 60 Leuten und die 60 Leute, die haben alle Zeit. Ja, die sind ja auch freigestellt, so wie sie. Und da ist vollkommen klar, da trifft man sich nach der Vorlesung, da beschäftigt man sich gemeinsam mit dem Stoff. Da sind sie Teil eines Unternehmens. Das Unternehmen fragt natürlich, wie läuft's, brauchst du Hilfe, ja, ist es gut, ja. Und das ist ein großer Vorteil. Ja? Das nimmt einen mit, das zieht einen mit, das macht das Studium leichter. Und das darf man an der Stelle nicht unterschätzen. So, natürlich haben Sie auch die Perspektive des Unternehmens und als Unternehmen ist das natürlich total angenehm. Also Sie haben plötzlich einen viel engeren Kontakt zur Hochschule und damit auch ein bisschen mehr, ja, so einen frischen Wind im Unternehmen. Ja. Man kriegt andere Themen mit. Was machen denn die Leute mit? Was für Tools arbeiten die? Mit welchen Themen beschäftigen die sich? Das kann so ein Unternehmen sehr stark bereichern. Und wir als Hochschule, wir finden das auch total super. Ja, also das ist natürlich was ganz anderes, wenn Sie in so einen Vorlesungssaal reinkommen und die Leute, die sind total motiviert, ja. Da haben sie eine starke Interaktion, da gehen die Finger hoch. Ja, das ist top. Da müssen sie sich als Lehrender nicht so stark abmühen. Ja. Und das steigert natürlich auch auf unserer Seite den Spaß. Ja. Und so merkt man, dass so eine Begeisterungsspirale entsteht und die Leute einfach gerne in diesem Studienprogramm drin sind. Konkret sieht es dann nachher so aus, dass sie in der Informatik-Pur-Variante. Sie sehen hier in den Spalten jeweils die Semester aufgetragen. Zu der zeitlichen Aufteilung sage ich gleich im Detail noch ein bisschen was. In den roten Semestern, das sind die Praxisphasen, da sind Sie im Unternehmen und erwerben Ihre Studienleistungen im Unternehmen. Welche das genau sind, gehen wir gleich drauf ein. Und in den grauen Phasen sind sie an der Hochschule, da sind die Studierenden von ihnen als Unternehmen freigestellt und da haben sie im Allgemeinen, in der allgemeinen Variante, so zum Beispiel so eine Wirtschaftsinformatik-Vorlesung, sie haben Mikroprozessorsysteme, sie haben nochmal zusätzlich eine Datenbank-Vorlesung, also es geht eher in die Breite der Informatik von den Themen her. Wohingegen, wenn Sie sich jetzt die IT-Sicherheitsvariante angucken, dann sehen Sie schon, da haben Sie stattdessen IT-Compliance mit drin in den Vorlesungen. Sie hören was über Softwaresicherheit, Kryptologie, Netzwerksicherheit und Sie haben statt nur einem, nicht sehr großzügig, Wahlpflichtmodul, haben Sie 2 Wahlpflichtmodule. Jetzt können Sie sagen, wenn Sie schon ein bisschen, wenn es bei Ihnen schon ein bisschen länger her ist, dass Sie Ihr Studium gemacht haben, können Sie sagen, ah Mensch, bei mir, ich hatte damals 8 Wahlpflichtmöglichkeiten oder so. Da haben Sie recht, ja. Also solche Studiengänge unterliegen auch gewissen Trends und das ist gerade nicht so
in Bachelor-Studiengänge mit viel Wahlpflicht zu konzeptionieren und akkreditieren zu lassen. Der Kampf war hart genug, diese 2 zu kriegen. Ja. So, und in diesen 2 haben Sie aber spannende Auswahlmöglichkeiten. Also das können Sie zusätzlich zu den normalen Informatikfächern in der IT-Security-Variante noch wählen. Sie können sich fit machen in Computerforensik, Sie können aber auch eher in Richtung Beratung gehen, Risiko- und Sicherheitsmanagement hören, Sie können an einem sehr beliebten Hacker-Contest teilnehmen, Sie können sich was über Internetsicherheit anhören oder es gibt so ein Programm mit dem Carsten e.V. zusammen hier aus Darmstadt, da können Sie über aktuelle Themen der IT-Sicherheit ein Seminar besuchen. Sie haben hier in dem dualen Bachelor eigentlich sehr stark die Chance, sehr tief in Ihr Lieblingsthema einzutauchen. Apropos Lieblingsthema, das ist jetzt nicht unbedingt meins, ja. Embedded Systems, ja, aber vielleicht viel stärker in Bezug, den Sie dazu haben oder entwickeln können. Für mich als für mich das so ein bisschen, die Hardware und so, Bits und Bytes, ist mir zu viel. Ja, also ich bin froh, wenn ich auf der Betriebssystemebene, Netzwerkebene, gut, aber so wirklich bis runter in die Mikroprozessorsachen, nö. Aber ich freue mich über jeden, der sich dafür begeistern kann, ja, weil die Jungs brauchen wir ganz dringend, ja, gerade in dem Automotive-Bereich. Und der hat diesen Studiengang auch sehr stark gefeatured. Ja. Also hier haben wir, der wird eng mit der Elektrotechnik zusammen gemacht, Einführung in die Regelungstechnik, wir haben Grundlagen der Elektronik und Messtechnik da drin und diese ganzen anderen Sachen, die mich weniger, aber sie vielleicht mehr begeistern. Wir haben hier einen sehr starken Wahlpflichtcharakter auf diesem Automotive-Bereich, ja, weil das halt so stark auch von der Seite her getrieben worden ist. So, also da kann man im Endeffekt sich überlegen, welche der Varianten würde besser zu mir als Unternehmen oder besser zu meinen Studierenden passen oder zu den Leuten, mit denen ich so einen Weg beschreiten möchte. Im Zeitverlauf sieht das dann so aus. Also wenn Sie es noch nicht so ganz wahrgenommen haben, dann jetzt. Das normale Bachelorstudium sind 6 Semester. Wir haben das für das duale Programm verlängert um ein Semester. Das heißt, wir sind bei 7. Sie haben hier 3,5 Jahre aufgetragen. In der Regel starten Sie im Wintersemester. Deswegen fängt das hier auch im Wintersemester an. Das ist im COSI kein Muss, der COSI kann auch im Sommersemester starten. Und Sie sehen hier in den schwarzen Zeitbereichen ist der Studierende freigestellt. Da kann er sich frei an der Hochschule bewegen, wie jeder andere Studierende auch. Das ist uns total wichtig. Also wir wollen, dass die Leute nicht nur den gleichen Abschluss kriegen nachher, sie hören die gleichen Vorlesungen, sie schreiben die gleichen Klausuren. Wir wollen, dass die Leute auch wirklich die gleichen Erfahrungen machen können. Deswegen gibt es auch keine Anwesenheitspflicht über das hinaus, was bei anderen Studierenden auch der Fall ist. Ja, also Sie gestalten Ihr Semester als Studierender, wie Sie wollen. Sie fallen auf die Nase, wie Sie wollen, und Sie lernen daraus, was Sie wollen. Und das ist uns extrem wichtig. Ja. Wir wollen und wir brauchen das auch als Gesellschaft, dass Informatiker entsprechend starke Persönlichkeiten sind und sich selbst organisieren können. In den roten Phasen, da würde jetzt der normale Student sagen, das sind Semesterferien, das stimmt natürlich nicht, das ist vorlesungsfreie Zeit. Und weil das Unternehmen Ihnen einen Arbeitsvertrag gegeben hat vom ersten bis zum letzten Tag und es Sie nur für die schwarzen Zeiten freistellt, müssen Sie in den roten Zeiten natürlich an Ihrem Arbeitsplatz sein. So, das heißt, ist kein Problem. Das sind auch die Zeiten, wo Sie Ihren Jahresurlaub nehmen können, wenn Sie den Studierenden dann wenn der Studierende fragt. In den schwarz-roten Zeiten, das sind die Zeiten, wo sie die Praxisprojekte machen. Diese Praxisprojekte sind eigentlich im Kern der Clou von dem dualen Studium. Also das ist dann, wo der Spaß wirklich anfängt. Die sind nämlich sehr intensiv betreut von beiden Seiten. Also es ist nicht so, dass sie in diesen schwarz-roten Perioden alleine im Unternehmen gelassen werden mit ihrem Studenten, sondern wir betreuen mit ihnen als Unternehmen den Studierenden gemeinsam.
So, das heißt aber auch, der kriegt dafür relativ viel Studienleistung angerechnet. Das ist gut. Ja. Aber für uns anstrengend. Also ich zeige Ihnen gleich mal, dass diese Praxisphasen zu betreuen für uns einen relativ hohen Aufwand macht. So, vorher noch ein paar Formalien. Habe ich gesagt. Das Letzte, was ich noch nicht gesagt habe, ist, kann sein, dass dann so ein Studierender zu Ihnen kommt oder so ein Studieninteressierter und sagt, ich mache das aber nur, wenn ich ein Semester ins Ausland kann. Weil das ist mir total wichtig. Also wenn ich studieren gehe, muss ich auch im Ausland gewesen sein. Da können Sie sagen, finden wir doof, oder Sie können sagen, finden wir gut. Und wenn Sie sagen, finden wir gut, dann sagen wir, wir können es auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Also wir sind eines der wenigen dualen Studienprogramme, mit dem man sowohl im Theoriesemester als auch im Praxissemester ins Ausland gehen kann. Ja. Hängt bei dem Praxissemester natürlich von Ihnen als Unternehmen ab. Wenn Sie dann zum Beispiel ein Kundenprojekt im Ausland haben, können Sie das in der Niederlassung im Ausland machen. Oder wenn Sie sagen, das ist für uns nicht wichtig, ob der jetzt im Theoriesemester in Darmstadt sitzt oder ob der irgendwo in Australien sitzt, dann meinetwegen soll er dorthin fahren und da seine Vorlesungen hören. Wir kriegen das von unserer Seite aus gebacken. So. Diese Praxisphasen, was haben wir da für Anforderungen an die Unternehmen? Das ist relativ einfach. Es ist immer gut, wenn Sie da einen Informatiker haben mit ein bisschen Erfahrung, der denjenigen betreut. Im Endeffekt ist es vergleichbar, wie wenn Sie einen Werkstudenten betreuen. Es ist natürlich hilfreich, wenn Sie denjenigen darüber hinaus nicht nur von der fachlichen Seite aus betreuen, sondern eben auch wirklich das Ganze als ein Mentoring verstehen. Ihn wirklich reinzuführen in die Art und Weise, wie man Informatik als Ganzes begreifen kann. So, ich hatte gesagt, es ist für uns ein bisschen aufwendig, diese Praxisphasen zu betreuen, aber Sie werden hoffentlich gleich verstehen, dass es sich auch lohnt. Sie müssen das Bild jetzt nicht im Ganzen nachvollziehen. Ich versuche es Ihnen zu erläutern. Wir haben einen Zeitstrahl von links nach rechts. Und diese Praxisphasen beginnen letztendlich damit, dass Ihr Studierender kommen wird und wird sagen, ich war da gerade an der Hochschule, mein Theoriesemester ist jetzt bald fertig und die haben mir erzählt, wenn ich ein Praxissemester machen will in dem nächsten Semester, dann muss ich mir jetzt hier im Unternehmen ein Projekt suchen. Und dann überlegen Sie, was könnte das für ein Projekt sein? Also was könnten wir zusammen mit dem Studierenden machen? Das kann natürlich, also alles sein. Ja, Sie können da ganz normale Kundenprojekte machen, Sie können aus einem Kundenprojekt einen Teil rauslösen, Sie können auch hergehen und können sagen, ah, das ist ein Thema, das wollte ich mir schon immer angucken, aber ich habe noch keine Zeit gehabt. Ja, kannst du dir das bitte mal angucken? Es kann auch ein internes Projekt sein, aber es soll natürlich was sein, das eine gewisse Komplexität hat, sodass die junge Dame oder der junge Mann dann auch eine Zeit lang, nämlich meistens so 20 Wochen, damit beschäftigt ist. So. Sie haben zum einen dieses Unternehmensprojekt, das Sie mit dem Studierenden machen, und Sie haben auf der anderen Seite aber auch eine wissenschaftliche Begleitung, eine wissenschaftliche Ausarbeitung, die der Studierende über dieses Thema, was er als praktisches Projekt macht, schreiben kann und schreiben wollen wird, denn dafür kriegt er letztendlich die Note. Ja, also Sie haben einmal das Projekt, das hier läuft, Sie haben einmal die wissenschaftliche Ausarbeitung, die hier läuft. Und die betreuen wir gemeinsam. Dazu gibt es ein Begleitseminar, das startet mit einer Kick-Off-Veranstaltung hier in der Hochschule. Da treffen wir uns alle, da kommen die Unternehmensvertreter, da kommen die Studierenden. Die Studierenden präsentieren ihr Thema und wir fassen das dann zu Seminargruppen zusammen und versuchen, da auch ein bisschen die Unternehmen zusammenzubringen und den Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich fachlich auszutauschen, sodass am Ende meistens so 5 Studenten zusammengefasst sind zu einer Seminargruppe. So, das ist dann der Punkt,
wo wir starten, dann geht es von der Hochschule aus wieder ins Unternehmen, die Leute arbeiten und alle 6 Wochen treffen wir uns dann reihum in den Unternehmen und besprechen den Status. Einmal den Status des Unternehmensprojekts und im Anschluss daran den Status von der wissenschaftlichen Ausarbeitung. Ja, sodass die Leute parallel in beiden Themen geführt sind. Und das ist eigentlich sehr beliebt. Also sowohl bei den Studierenden, weil man da richtig viel machen kann und richtig zeigen kann, was man drauf hat und auch große Sachen bewegen kann im Unternehmen, als auch bei den Unternehmen, weil sie dadurch natürlich einen engen Kontakt zu uns haben und ja, auch wirklich so ein, man bleibt am Laufenden. Ja. Man kann sich die aktuellen Themen angucken und das ist total spannend. So, am Ende gibt es dann hier wieder einen Workshop an der Hochschule, da treffen sich wieder alle, alle Studierenden präsentieren ihre Ergebnisse, alle Studierenden verteidigen ihre wissenschaftlichen Ausarbeitungen und am Ende des Tages gibt es dann hier Noten und auch ein bisschen was zu knabbern und hoffentlich sind alle glücklich. So. Was wir als starke Besonderheit haben, ist, es gibt zur kompletten Praxisphase eine begleitende Reflexionsveranstaltung. Die ist so gelagert, dass das kein Informatiker macht, sondern das macht ein Sozial- und Kulturwissenschaftsmensch, der dann mit den Studierenden versucht zu erarbeiten, wie sieht denn eigentlich das Projekt, das du gemacht hast, das Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, im gesellschaftlichen Kontext aus. Ja, also welche Auswirkungen hat denn dein Handeln, ja, und die Themen, mit denen du dich beschäftigst, auf unsere Gesellschaft oder auf andere Gesellschaften? Und das ist, glaube ich, ein sehr spannender Punkt und auch einzigartig bei uns. So. Formal ist es relativ einfach, so wie langweilig. Ihr Unternehmen schließt einen Kooperationsvertrag mit der Hochschule und einen Studienvertrag mit dem Studieninteressierten. Da gibt es einen Verein, der heißt GFTN, der wickelt diese Verträge ab. Und wenn Sie einen Studieninteressierten haben und der hat die Fachhochschulreife und Sie finden den gut und finden, der sollte das mit Ihnen machen, dann können wir starten. Nach dem Start kommt das Ende, das sieht ungefähr genau so aus. Also das ist das Ende von vor vor 2 Jahren war das. Das wünschen sich die Absolventen, das organisieren sie mit dem ehemaligen Netzwerk zusammen. Jedes Mal, das ist eine Abschlussfeier, wo sie ihre Zeugnisse überreicht bekommen, wo sie ihre ganze Familie hin einladen können. Dann haben wir da immer so 80, 100 Leute, die dann zusammen feiern, dass die Damen und Herren erfolgreich ihr Studium abgeschlossen haben. Das ist eigentlich immer sehr schön. Es schafft auch immer wieder, also obwohl das ja immer wieder neu organisiert wird, die Leute schaffen es immer wieder wirklich einen sehr feierlichen Rahmen zu schaffen. So. Wenn man das spannend findet, kann man relativ unkompliziert starten. Ja, also Sie können sagen, naja, ich mache das morgen. Ja, also wenn Sie jetzt spontan sagen, hier Unternehmen, da hinten geht die Hand hoch, ich habe schon einen, mit dem ich das machen will, können wir übermorgen damit anfangen. Schaffen wir es gerade noch so, jetzt zum Wintersemester zu starten. Sie brauchen da keinen sehr langen Vorlauf, aber trotzdem, wir lernen die Unternehmen sehr gerne kennen, ja, damit wir auch ein bisschen verstehen, was machen die, uns keine Missverständnisse gibt. Sie können das einfach mal ausprobieren, Sie können sich auf der Unternehmensseite listen lassen und dann mal schauen, wer bewirbt sich denn da eigentlich auf diese Plätze. Also Sie müssen nicht im Vorhinein irgendwelche riesigen Verträge unterschreiben, die Sie dann an irgendwelche Zahlungen fesseln, sondern probieren Sie es aus, wenn Sie es spannend finden, welche Leute da kommen, machen Sie es mit den Leuten, es lohnt sich nachher. So, das kann ich von meiner Seite aus jetzt über das duale Studium bei uns sagen. Würde mich natürlich total freuen, rauszufinden,
ob Sie jetzt Fragen haben. Ja. Für den dualen Master, wie sind da die Voraussetzungen? Also grundsätzlich muss man sagen, egal ob das jetzt dualer Master oder dualer Bachelor ist, Sie müssen auf der einen Seite die Voraussetzungen für die Einschreibung an der Hochschule erfüllen. So, das heißt formal beim Master, ich weiß gar nicht, bei was wir 2, irgendwas stehen wir, das muss man aktuell muss man nachlesen. Wenn man das erfüllt, ist man einschreibefähig. Dann muss man als nächsten Schritt nur noch ein Unternehmen überzeugen. Und da hat jedes Unternehmen seine eigenen Kriterien. Ja, das ist uns auch wichtig, weil wir bei den Informatikunternehmen, das ein sehr starkes Thema ist, dass die Leute charakterlich ins Team passen. Ja, also das ist den Unternehmen wahnsinnig wichtig. Die gucken sich die Leute meistens genau persönlich an, um Gefühl dafür zu bekommen, was das für Leute sind, wie die drauf sind und ob die reinpassen. Und insofern lässt sich das ganz schlecht prognostizieren. Ja, also sehr wahrscheinlich wird man mit ihnen sprechen und man wird sich das einfach anhören. Und dann ist es ja auch stark in ihrem Interesse, dass sie ein Gefühl dann für das Unternehmen bekommen, will ich da überhaupt hin, ja, passt das zu mir? Das hat man dann relativ schnell raus. Ja. Insofern muss man sich aber ein bisschen den Aufwand machen und quasi da mindestens schon mal anrufen, dann werden die sagen, schicken Sie mal Ihre Unterlagen und dann, aber wenn man das einmal aufbereitet hat, geht das, ja. Vielleicht noch mal eine Frage. Bei mir ist es jetzt so, ich arbeite im Moment mit einem Unternehmen, das heißt 15, 20 Mitarbeiter, und ich wäre eventuell interessiert, also mit dem Master, auch in die Richtung, die Sie jetzt da vorgeschlagen haben, kennt man das dann quasi unter Umständen auch so machen, dass dieses Unternehmen dann zu diesem Zweck quasi mit dem kooperieren kann? Das ist eigentlich relativ häufig der Fall, dass das so passieren. Ja, also es ist, also, okay, also die Frage war, er arbeitet schon in einem Unternehmen, hat sich wahrscheinlich ein bisschen Sorgen gemacht, weil es für seine, also er sagt, es ist nicht so groß, es sind 15 bis 20 Leute und eigentlich würde er gerne das duale Masterstudium mit dem Unternehmen machen. Und die Antwort haben Sie ja gehört, also das ist eigentlich kein Problem. Es ist ein klassischer Weg, dass die Leute sagen, ich habe hier ein spannendes Studienprogramm gefunden und jetzt motiviere ich irgendein Unternehmen, das mit mir zu machen. Also das sind so ungefähr die Hälfte der Studierenden, die über den Weg kommen. Ja. Das ist so. Okay, die Frage war, welche Unsummen von Geld es kostet, so ein duales Studium als Unternehmen bei uns zu machen. Das ist relativ günstig verglichen mit anderen dualen Studienprogrammen. Wir nehmen für einen Studenten pro Semester als Unternehmensbeitrag 500 Euro, wenn es der erste ist. Und das ist dann nach unten abgestuft. Also ab dem zweiten zahlt man 250 und ab dem fünften 125. Also sind sehr überschaubare Beträge, weil letztendlich das Land sagt, naja, wir zahlen das, was ein normaler Student kostet und die Unternehmen sollen das zahlen, was diese aufwendige duale Zusatzbetreuung dann extra kostet. Ja. So. Insofern insgesamt ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schnitt, den man da als Unternehmen macht. Ja, also jeder Headhunter ist um Längen teurer, wenn man die Gesamtkosten vom Studium sieht, auch mit Personalkosten inbegriffen. Insofern ist es auch wieder so eine Win-Win-Win-Situation. Ja, also wir haben alle was davon, wenn wir diesen Weg beschreiten. Okay. Also die Frage war, ob das Programm regional begrenzt ist, ob wir quasi nur Hessen nehmen. Das ist nicht so, nein. Nee. Es ist in der Tat eher so, also wir hatten letztes Wintersemester, kam ich rein, in die Erstsemester voll und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wie sieht's aus, wer kommt aus Darmstadt? Eine Hand. Also wir haben ein relativ
deutlichen großen Einzug aus ganz Deutschland. Tonstörung auf dem Stream. Er sagt dir irgendwas von, wie viel Geld er bekommt, wenn er das macht. Das lässt sich schwer sagen, während eine Kamera läuft. Aber man kann davon ausgehen, dass sich die Unternehmen an Ausbildungsgehältern orientieren. Wobei das viel Spielraum lässt. Ja. Ja. Aber man kann, ja, es wird schon geflüstert, nach dem Vortrag mich mit irgendwas zu bestechen. Das funktioniert auch. Schnitt. Genau. Okay. Noch Fragen? Okay. Ja, dann vielen Dank. Ja. Ja, also die Frage für den Stream war, wie kann das eigentlich sein, dass es so wenig Leute gibt, die sich für Informatik interessieren, wenn man meine Zahlen ernst nimmt und ob man da mal nicht eine wissenschaftliche Analyse dazu machen könnte, warum denn das so ist, dass so wenige Leute sich für Informatik interessieren. Das beschäftigt mich auch schon eine Weile. Die Leute, mit denen ich diskutiert habe, haben mich mittlerweile so weit gebracht. Also am Anfang habe ich gesagt, oh, da müssen wir was machen. Ja, also wir müssen da mehr Begeisterung und wir müssen in die Schulen gehen und wir müssen mit denen reden. Und das in die Schulen gehen hat sich gezeigt, man muss eigentlich immer weiter nach vorne gehen, immer weiter nach vorne gehen. Am Ende war ich dabei, die Eltern zu beschuldigen, ja, dass sie ihren Kindern nicht genug über die Informatik erzählen. Aber das ist letztendlich natürlich alles ein Ausdruck von Verzweiflung. Ja. Man hat mir dann die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, vielleicht muss man sich einfach mit 3% abfinden. Ja, vielleicht ist das einfach so. So, und deswegen glaube ich, ja klar, würde mich brennend interessieren, wenn sich Leute dazu Gedanken machen. Ja, das wären dann sicherlich, also nicht ich als Informatiker. Ich habe mich jetzt mit der Position abgefunden zu sagen, Mensch, das sind die 3%, die wir kriegen können und machen wir denen den Weg in die Informatik so angenehm wie möglich. Ja, und das ist der Grund, warum ich mich mit dem dualen Studium so eng befasse. Gut, dann würde ich sagen, war es jetzt die letzte Frage. Gut, dann vielen Dank und noch viel Spaß.